Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen. Liebe Gemeinde, mit diesen Worten aus dem ersten Petrusbrief begrüße ich Sie ganz herzlich heute zu unserem Gottesdienst am ersten Sonntag nach Ostern. In diesem Text ist davon die Rede, dass wir wiedergeboren sind. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, weil Jesus Christus nicht bei den Toten geblieben ist, sondern weil er lebt. Und das galt nicht nur für damals, das gilt auch heute und für alle Zeit und für unsere Zukunft. Jesus Christus, der Lebendige, ist unsere Zukunft. Das feiern wir an Ostern. Das feiern wir in dieser Osterzeit. Und so wollen wir diesen Gottesdienst miteinander feiern in der österlichen Freude und in dieser neuen Hoffnung, die durch Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Und so feiern wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Osterlied heißt es: Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, gelobt sei Christus, Mariens Sohn. Es ist erstanden, Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist. Dem sei Lob, er zu aller Frist. Halleluja, 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 gelobt sei Christus, Mariens Sohn. Er hat zerstört der Höllenpfort, die Seinen all herausgeführt, und uns erlöst vom ew'gen Tod. Halleluja, 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 gelobt sei Christus, Mariens Sohn. Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und Preis, der uns erkauft das Paradies. Halleluja, 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 gelobt sei Christus, Mariens Sohn. Des freu sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja, 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 gelobet sei Christus, Mariens Sohn. Der Predigttext für den heutigen ersten Sonntag nach Ostern steht am Ende des Johannesevangeliums, im 21. Kapitel, die Verse 1 bis 14. Der Auferstandene am See Tiberias. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Es spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot,
denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, vielleicht empfinden Sie es ähnlich. Dieser Bericht von der Erscheinung des Auferstandenen am See Tiberias erscheint ein Bericht zu sein, der weit weg ist. Und ich meine dieses weit weg gar nicht zeitlich, sondern in einer anderen Weise. Denn im Vers 2, da wird gleich berichtet, wer da dabei ist. Und da fällt etwa der Name Simon Petrus. Und nachher wird noch später der andere Jünger erwähnt, der Jünger, den Jesus lieb hat. Und dann natürlich noch ein paar andere Jünger. Petrus und der Jünger, den Jesus lieb hat. Zwei ganz wichtige Jünger, zwei ganz wichtige Zeugen. Ja, ihnen ist er erschienen damals, so mögen wir vielleicht denken. Ihnen ist der Auferstandene begegnet, denn sie waren ja schon zu Lebzeiten mit Jesus ganz eng zusammen gewesen. Sie haben seine Wege geteilt, sind mit ihm gegangen und waren auch, ja, auf ganz unterschiedliche Weise Zeugen seiner Passion. Und auch wenn sich da vielleicht doch ein wenig das Bild trübt, sie gehören, so mögen wir denken, ja, zu den Menschen, die da ganz nah dran waren, zu den wichtigen Zeugen alles dessen, was damals passiert ist, in Passion und danach in der Auferstehung Jesu. Vielleicht, und so meine ich das ganz weit weg, mögen wir da ein ganz klein wenig Minderwertigkeitskomplexe kriegen. Wir, die wir nicht nur zeitlich so weit weg sind von diesem Geschehen, sondern die wir uns auch vielleicht nicht als so wichtig erachten wie Simon Petrus oder der Jünger, den Jesus lieb hat, oder auch die anderen, die hier noch genannt werden. Sie waren auserwählte Zeugen, mögen wir sagen, vielleicht sogar in Anführungsstrichen die beiden Oberjünger. Und dann wir. Wir, die wir diese Geschichte gehört haben,
hören, vielleicht jedes Jahr an Ostern, die wir sie lesen in der Bibel, unsere Vorstellungen dabei entwickeln, unsere Hoffnungen und Sehnsüchte, unser Vertrauen und unseren Glauben, aber auch unsere Zweifel. Und vielleicht werden wir sagen, ja, in einem gewissen Sinne mag vielleicht die Geschichte, die vorher passiert ist, die vorher bei Johannes geschildert wird, eine Geschichte sein, die eigentlich auf uns mehr zutrifft, die uns nicht so weit wegstehen lässt, sondern die uns trifft und betrifft. Die Geschichte nämlich, wovon Thomas, dem ungläubigen Thomas, die Rede ist. Mit seinen Zweifeln, mit seinen Fragen mögen wir uns vielleicht besser identifizieren können als mit dem, was hier geschieht und insbesondere mit dem, wie Simon Petrus und der Jünger, den Jesus lieb hat, darauf reagieren, dass Jesus hier ihnen als der Auferstandene begegnet. Ja, die Geschichte mit Thomas zuvor, die mag uns näher sein. Da mag uns schon anders zumute sein. Er ist für uns vielleicht nicht ganz so weit weg wie die auserwählten Zeugen hier. Liebe Gemeinde, all das mögen Gedanken sein, die uns beim Hören dieser Erscheinungsgeschichte durch den Kopf gehen können. Aber auch in dieser Geschichte, da gibt es ein paar Dinge, die sich vielleicht auch uns näher rücken lässt. Wenn wir genau hinhören, dann mögen es drei Dinge sein, die vielleicht doch die Distanz zwischen den Jüngern damals und uns vermindern. Erstens, als die Jünger fischen gehen, auf die Initiative des Simon Petrus hin, da fingen sie nichts in dieser ganzen Nacht, so wird es berichtet. Einerseits mag uns dieser Satz an die ersten Geschichten der Jünger mit Jesus erinnern, wo sie ihm zuerst begegnet sind. Andererseits heißt es hier nun wieder, nach all dem, was dazwischen war, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Dass sie nichts fangen, dass sie vergeblich in dieser Nacht hinausgefahren waren, das ist auch jetzt, nach so vielem, was geschehen ist, nicht anders. Nach so vielem, was sie mit Jesus erlebt und durchgemacht haben, scheinen sie auf ihre Ausgangssituation zurückgeworfen. Sie müssen wieder in ihren Alltag gehen, ausfahren zum Fischen und in Kauf nehmen, dass ihre Fahrt vergeblich ist, ihr Fang gering oder gar nicht da. In dieser Nacht fingen sie nichts. Vielleicht, liebe Gemeinde, drückt sich da etwas aus, was auch wir erfahren. Trotz allem, was wir auf unserem persönlichen Glaubensweg schon erlebt haben mit Jesus
Trotz mancher Hoffnung und mancher Begeisterung gibt es doch dann auch immer wieder diese Erfahrung, dass wir zurück müssen in den Alltag. In den Alltag, wo manche Bemühungen auch vergeblich sind, wo es keineswegs so ist, dass unser Glaube uns vordergründig bei vielen Sachen ganz einfach hilft. Nein, dass es nicht so ist, diese Erfahrung machen wir in unserem Alltag, werden sie immer wieder machen. Und trotzdem dringt auch das andere hindurch, die Erinnerung an die Hochzeiten unseres Glaubenslebens, die Erinnerung auch an manche erfüllte Hoffnung, manches erfüllte Gebet. Ja, das bleibt. Aber auf unserem Lebensweg, da wird auch umgekehrt die Enttäuschung des Alltags immer wieder da sein und bleiben. Es wird eine Konstante sein, so wie sie es hier für die Jünger geblieben ist. Das ist vielleicht ein erster Gedanke, der sie uns wieder näher rückt. Simon Petrus und der Jünger, den Jesus lieb hat, und die anderen, die hier genannt sind. Und dann ein zweites. Als Jesus erscheint, da heißt es, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Als Jesus da am Morgen am Ufer steht, da erkennen sie ihn nicht sofort. Und im nächsten Vers heißt es, spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Und dann, er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Und dann wird berichtet, dann dämmert es dem Jünger, den Jesus lieb hatte, es ist der Herr. Dann, nach der Anrufung, der Anrede durch Jesus, dann erwacht die Ahnung, das Vertrauen, die große Hoffnung, es ist der Herr. Auch hier ist es so, dass sie angerufen werden müssen von ihm selbst, von Jesus selbst, dass er ihnen, wie schon einmal ganz am Anfang, wieder sagen muss, werf das Netz aus, da und da. Und auf sein Wort hin tun sie es. Sie brauchen seine Anrede und sein Wort, damit sie wissen, er ist es. Und ich denke, liebe Gemeinde, das ist auch eine wichtige Erfahrung für uns. Immer wieder brauchen wir sein Wort oder seine Impulse, die hineindringen in unser Leben, unseren Alltag. Er selbst ist es, der bewirkt, dass wir ihn erkennen, dass wir Vertrauen zu ihm fassen können und wissen, ja, auch jetzt in dieser schwierigen Situation, jetzt ist es doch Jesus selbst, der dabei ist. Er selbst ist es, der diesen Glauben, dieses Vertrauen immer wieder neu in uns wecken muss. So auch damals bei den Zeugen seiner Erscheinung. Und dann, liebe Gemeinde, dann ist da noch ein drittes. Etwas, was vielleicht
erst einmal sich ganz merkwürdig anhört, eine Zahl. 153 Fische haben sie gefangen. 153 Fische, so mögen wir fragen, woher weiß man das genau? Haben sie sie denn gezählt und warum? Natürlich ist diese Zahl, wie so viele Zahlen in der Bibel, ein Schlüssel. Ein Schlüssel, ein Symbol, das etwas anderes eröffnen will. Es geht nicht um die Zahl als solche. Es geht darum, was damit gesagt werden soll. Und diese Zahl 153, so kann man es bei manchen Auslegern nachlesen, sie bedeutet so etwas wie die Fülle oder eine Ganzheit, eine Gesamtheit. Sie ist ein Symbol für das Ganze. Was ist aber nun das Ganze, um das es hier geht? Das Ganze, liebe Gemeinde, um das es hier geht, das ist, dass Jesus hier nicht nur seinen auserwählten Jüngern erscheinen wollte und nur für sie etwa auferstanden wäre oder nur ihnen etwa eine unmittelbare Hoffnung ins Herz geben kann. Nein, es geht darum, dass er auferstanden ist für alle Welt, für alle Menschen, für alle Zeit. Er lebt. Sein Leben, sein neues Leben, das will er allen schenken, die auf ihn schauen, ihn vertrauen. Alle sollen Anteil haben an diesem Leben, das stärker ist als der Tod. Alle sollen Anteil haben an diesem neuen Leben, das nicht mehr den Bedingungen unterworfen ist, wie das Leben hier. Alle sollen Anteil haben an der großen Hoffnung, dass er, Jesus Christus, Sieger ist über den Tod. Und zu diesen allen, da gehören durch die Zeiten hinweg auch wir heute. Auch wir, die wir uns vielleicht sehr fern wähnen von dem, was damals geschehen ist. Auch wir, die wir in einer Zeit und Gesellschaft leben, wo das Bild und die Hoffnung Jesu manchmal schon zu verblassen drohen. Aber Jesus ist auferstanden, auch und gerade für uns. Sein Sieg ist stärker als all das, was ihn in Zweifel ziehen kann und auch für uns immer noch in Zweifel zieht. Nein, wir gehören dazu. Wir gehören zu dieser Gesamtheit. Wir gehören zu der Gesamtheit all derer, die auf diesen Jesus Christus vertrauen wollen. Er ist der Auferstandene, der Lebendige. Er will nicht fern von uns sein. Und er ist nicht nur damals für ausgewählte Jünger auferstanden, sondern auch für unser Leben und für unsere Hoffnung. Und darum, liebe Gemeinde, dürfen auch wir uns aufmachen, neu aufmachen, mit so viel Energie, wie sie hier von Simon Petrus geschildert wird. Wir dürfen uns aufmachen, ihm entgegensehen, ihm entgegengehen, weil er ja uns entgegenkommt, immer wieder und immer wieder neu. Und wir dürfen immer zu ihm rufen, Auferstandener, begegne uns. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne
in Jesus Christus, unserem auferstandenen Herrn. Amen. Und so wollen wir miteinander beten. Jesus Christus, Auferstandener, unser Heil. Du hast dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen an das Licht gebracht. Wir preisen dich, Herr, an deinem Tage, Licht vom ewigen Licht, Sonne dieser und der zukünftigen Welt. Und wir bitten dich, erleuchte uns und lass deine Kraft in uns mächtig sein. Öffne uns Herz und Lippen, dass wir dein Wort hören und deinen Namen bekennen. Segne uns an diesem Tag durch deine Gegenwart. Sei mit allen, die sich in deinem Namen versammeln, und stärke deine Gemeinde in ihrem Dienst. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Und in einem Moment der Stille wollen wir dir all das anvertrauen, was uns ganz persönlich bewegt und umtreibt. Alles aber wollen wir, Herr, in die Worte hineinlegen, die du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht denn hin im Segen des Herrn. So sehet denn auf Christus und geht hin unter dem Segen des Vaters. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.